Moin, moin, meine Freunde, heute Morgen habe ich mich in Clash Mini eingeloggt und musste feststellen, dass aus dem Nichts geile Sachen hinzugefügt wurden. Man kann jetzt noch schneller progressen, man kann seine Helden und seine Minis noch schneller maxen und das mit geilen Angeboten und geilen Quests. Wir gucken uns das Ganze an. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Let's go, viel Spaß. Ja, Freunde, ich war selber übel überrascht. Ich wusste nichts davon. Und heute Morgen logge ich mich ein und sehe es einfach. Wenn wir auf Quests gehen, Freunde, gibt es jetzt einfach Seasonal Quests. Es gibt Quests, die ganze Season lang gehen und ihr damit nochmal saftig Mini- und Heldenfragmente bekommt. Dadurch ist das Progressen jetzt einfach noch viel schneller. Und das wird einfach den Grund haben, dass es halt wirklich unter Heldenlevel 4, sage ich mal, und unter Minis auf 2 bis 3 Star nicht so viel Spaß macht. Und das haben die halt selber gesehen. Und deswegen ist es jetzt halt möglich, noch schneller Minis und Helden zu bekommen. Was mich jetzt aber noch interessiert, was ich noch nicht weiß, was wir jetzt gleich testen werden, ist, wie viele Quests es denn sind. Ich meine, hier haben wir eine Quest, Play 2 Duel Matches. Digga, das ist normalerweise eine Daily Quest quasi. Und dafür habe ich jetzt 84 Tage Zeit. Das bedeutet doch, dass es einige sein müssen. Und das testen wir jetzt einfach mal. Lasst uns mal die Play 2 Duel Matches eben kurz machen und gucken, ob danach eine andere Quest noch kommt. Game Nummer 1 erledigt, Freunde. Sehr schön, direkt auch gewonnen. So wollen wir es doch. Oh, und die 200 Damage Quest auch schon fertig. Ja, perfekt. Die hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. So, tryen wir mal. Ja, nehmen wir alles mit. Perfekt. Let's go. Crystal Coin schmeckt. Dann können wir jetzt schon gucken, ob da nochmal eine neue Quest kommt. Es kommt noch eine neue Quest. 300 Damage. Gut, und das geht dann wahrscheinlich immer so weiter. Nice. Wir machen trotzdem noch die Play 2 Duel Matches Quest und gucken mal, was danach noch kommt. Nochmal 3-0. Das schmeckt doch. Und damit haben wir nochmal auch sogar zwei Quests erledigt. Skip. Und was kommt da jetzt, Freunde? Nochmal neue Quests. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Quests auf jeden Fall jetzt zu erledigen. Und das ist doch übelst geil. Vor allen Dingen wirklich für die Leute, die noch nicht so weit sind. Hier, Shieldmaiden-Quests. 10 Shieldmaidens-Fragmente mal eben. Digga, das ist echt insane, muss ich sagen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch neue Angebote im Shop, Freunde. Und auch die sehen richtig, richtig gut aus. Für 2,99 kriegst du einfach 50 SK-Fragmente, dazu noch ein Lumberjack, ein Royal Ghost, eine Hexe und ein Prinz. Das ist halt echt nicht schlecht, Digga, ist echt nicht schlecht. 485% Value hat das. Hole ich mir jetzt nicht. Theoretisch könnte ich mir holen für 50 Crystal Coins. Allerdings habe ich ja absichtlich einige Minis noch nicht maxed. Seht ihr hier? Lumberjack und so noch nicht. Die will ich auch gar nicht haben. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich ja jetzt gerade Player Level 25 bin. Und ich keine XP mehr dafür bekommen kann. Und die wollten zum Mid-Season-Update das mit dem Player-Level fixen. Deswegen warte ich noch. Vielleicht kriege ich dann ab dem Mid-Season-Update doch nochmal XP dafür. Aber die anderen Angebote für Gems, die hole ich mir trotzdem, weil da kriege ich Crystal Coins, Freunde. Zusammengerechnet kosten die Gems knappe 15 Euro. Das sind dann insgesamt 200 Heldenfragmente plus 2000 Gold. Das ist schon ganz geil. Ich meine, es sind noch 15 Euro. Es ist aber um einiges günstiger, als wenn ihr euch die Heldenfragmente so holt. Dennoch, der Pass hat super viel Value. Gebt euer Geld nicht unbedingt aus, wenn es nicht sein muss. Mit dem Pass kommt man auch schon gut weit. Ich hol's mir trotzdem. Let's go! Ah, Crystal Coins! Komm zu Daddy! Let's go! Schön! Und nochmal! Rein da. Und damit haben wir einfach die 7000 Crystal Coins erreicht. Das heißt, knappe 3k noch, dann bin ich max, dann habe ich genug Crystal Coins. Mehr kann ich da noch nicht mehr erreichen. Richtig, richtig fresh. Ich hoffe, dass da noch bald was hinzugefügt wird, dass ich sie auch irgendwann wieder ausgeben kann. Richtig cooler Flex mit den Crystal Coins. Bringt letztendlich nichts. Ihr wisst, ich kann sie sowieso nicht ausgeben. Allerdings war es das auch noch nicht mit Angeboten. Fürs nächste muss ich aber mal eben auf meinem zweiten Account wechseln. Auf meinem zweiten Account gibt es nämlich noch zweimal das Season-Starter-Angebot für 450 Gold. Holen wir uns jetzt mal. Vielleicht, ich weiß nämlich nicht, ob das zweite genau das gleiche nochmal ist. Also ob du jetzt zweimal genau die gleichen Minis bekommst oder ob es dann andere Minis sind. Testen wir jetzt mal. Oh, damit bin ich Level 8. Und okay, nochmal genau das gleiche. Da kannst du aber wirklich nichts sagen. Für 450 Gold ist sehr krass. 200% Value extra wieder. Ist top, Digga. Ist
richtig, richtig gut. Warum gibt's das nicht auf meinem ersten Account? Ist ganz einfach, da habe ich die Minis halt schon maxed. Außerdem steht da ja Season Starter. Ich denke mal, das wird nur für die Leute sein, die noch eine niedrigere Trophäenhöhe haben und noch nicht so weit sind. Also Fazit vom Ganzen, es gibt super viele Angebote, denkt aber immer dran, der Battle Pass hat auch super viel Value. Wenn ihr das Geld jetzt nicht so locker sitzen habt, dann kauft euch den. Das reicht theoretisch, es ist genug und macht eure Quests. Ey, die Season Quests sind so krass, die muss ich sogar mit meinem zweiten Account machen, weil da will ich ja ohne viel zu payen auch irgendwann oben mit dabei sein. Deswegen finde ich eine coole Sache. Was sagt ihr dazu? Lasst mir mal gerne einen Kommentar da, was ihr von diesen Änderungen haltet und wie cool ihr es findet, dass sowas einfach mal ohne Ankündigung kommt. Also ich habe es sehr enjoyed heute Morgen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.